Ja, heute mal die aktuelle Lage von mir als Krisenstabsleiter. Leider steigen die Fallzahlen im Kreis Gütersloh weiter an. Wir sind jetzt so weit, dass wir insgesamt 277 laborbestätigte Fälle im Kreis Gütersloh haben. Eine Person, das hat der Herr Adenauer gestern gesagt, ist davon bedauerlicherweise verstorben, ein älterer Mann, der schwer vorerkrankt war. 31 Personen gelten allerdings auch als genesen. Das ist eine, denke ich, sehr erfreuliche Zahl. Und 245 gelten als derzeit nach wie vor infiziert. Von diesen 245 Personen befinden sich 229 in häuslicher Quarantäne und 16 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, von denen drei intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Diese Zahlen werden wir ab heute in dieser Form weiter veröffentlichen. Sie finden sie auf unserer Internetseite. Diejenigen, die sich infiziert haben und noch nicht genesen sind, werden vom Gesundheitsamt alle 2 Tage kontaktiert. Alle Personen, die einen engen Kontakt mit einem Infizierten hatten, die sogenannten Kontaktpersonen der Kategorie 1, werden einmalig angerufen und sollen sich danach bei Fragen und insbesondere dann, wenn Krankheitssymptome entstehen und auftreten, selbst beim Gesundheitsamt melden. Dies sind derzeit mehr als 860 Personen. So können Sie sich vielleicht vorstellen, um wie viele Personen wir uns hier im Kreis derzeit kümmern. Ursprünglich hatten wir mal 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich darum gekümmert haben. Derzeit sind wir bei über 70 und wir stocken das Personal in diesem Bereich weiter auf. Warum machen wir das? Wir machen das, um die Infektionsketten lückenlos nachverfolgen zu können und vor allen Dingen dann diese Infektionsketten zu unterbrechen. Wir wollen die Weiterverbreitung auf jeden Fall verhindern. Und deshalb müssen Betroffene, positiv Infizierte, in häusliche Quarantäne. Das gilt auch für die Personen, bei denen ein Verdacht besteht. Auch die müssen bis zur Klärung in häuslicher Quarantäne verbleiben und das gilt auch für die engen Kontaktpersonen. Die hohen Fallzahlen führen dazu, dass wir einen sehr stark gestiegenen Bedarf haben an persönlicher Schutzausrüstung, die ohnehin schon extrem knapp ist. Deswegen haben wir einen Aufruf gestartet, Schutzmaterial, Schutzausrüstung zu spenden. Das sind Atemschutzmasken FFP2 und FFP3. Da ist uns auch egal, ob die mit oder ohne Ausatemventil sind. Wir benötigen dringend Schutzoveralls und Kittel, Schutzbrillen und medizinische Einmalhandschuhe. Wenn Sie so etwas haben, bitte spenden Sie das oder bieten Sie uns das an. Diese persönliche Schutzausrüstung brauchen wir ganz dringend in den Krankenhäusern, im Rettungsdienst und in Pflegeeinrichtungen. Auch die Hausarztpraxen benötigen solche Ausrüstungen. Die werden zukünftig über die KVWL, die Kassenärztliche Vereinigung, beliefert werden.